Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Parker Füller Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und ja, heute zeige ich euch endlich den Parker Jotter. Ja, der Parker Füller, den ich jetzt eigentlich schon am längsten habe von den ganzen Parker Modellen, die hier sind bei mir, war ein Geburtstagsgeschenk von einem meiner treuesten, ja, Zuschauer, Abonnenten und auch ein Freund von mir ist es auch, der liebe Stefan. Der hat mir den geschenkt, ich meine vorletztes Jahr an meinem Geburtstag und da habe ich glaube, ich habe sogar ein Unboxing daraus gemacht. Müsst mal gucken. Und ich habe mich ja echt riesig gefreut, ja. Ich kannte das Modell ja schon aus früheren Zeiten quasi, aber irgendwann kam dann Lamy dazu und Pelikan und dann war es dahin, ne? Heißt aber nicht, dass der Füller schlecht ist. Ja, ja und nachdem mein geschätzter Kollege Phil Filler sich den Füller auch mal genauer angeschaut hat, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich auch mal dran. In dieser schönen poppigen Müllabfuhr-Orange-Farbe heißt aber nicht, dass der irgendwie in den Müll gehört oder sowas. Ganz und gar nicht, ja. Ist eine sehr poppige Farbe, kann einem gefallen, muss es aber nicht. Ich muss sagen, ich mag mehr Rot, ja. Also Rot mag ich, ja. Also hier Rot mag ich schon mehr, aber auch ein Orange geht auch mal, ja. Und auch bei einem Füller, der Parker Jotter, muss ich ja sagen, das ist ja jetzt einer von den Modellen, die preislich gesehen ganz unten sind. Ja, der kostet aktuell so um die 9 Euro, 8, 9 Euro. Ja, ist vielleicht sogar gedacht als eine Art Schulfüller oder so. Weiß nicht, teuer ist er ja nicht. Ja, fangen wir mal an. Okay, also ist nicht das größte Modell von der Marke, hat aber einen Clip, der, wie ich finde, brauchbar ist, auch wenn der jetzt nicht hier genug Fleisch hat, um jetzt hier gegriffen zu werden oder so. Dennoch ist er weich genug, um ihn schon ganz gut greifen zu können, wie ich finde. Und das ist wunderbar. Hier oben an der Kappe, da ziert kein Parker-Logo oder sowas. Dafür spricht dann halt eben die Form des Clips. Und hier auf dem Kappenband, ich mache mal hier kurz ein bisschen Zoom rein, kann man es schon sehen. Da ist dann das Parker-Logo drauf, ja, mit dem Parker-Emblem drauf und hier France. Ja, ihr wisst ja, was so Wikipedia und sowas angeht, bin ich eine ziemliche Niete. Ja, ich suche nach Äpfeln und finde Kirschen. Da könnt ihr aber, wenn ihr so ein bisschen so die Firmengeschichte hören wollt, gerne mal im Reviews nachgucken vom Phil Filler. Der hat sich da ein bisschen mehr Mühe gemacht wie ich, ja, und hat da ein bisschen was herausgefunden über den Füller, ja. So. Ansonsten aber finde ich, die Form des Füllers ist schon schön, sehr schön, wie ich finde. Dadurch, dass es ja so ein günstiges Modell ist, man darf jetzt vom haptischen Gefühl her jetzt nicht zu viel erwarten, ja. Also wenn man jetzt hier so guckt, und auch fühlt mit den Fingern, kann man schon spüren, dass zwischen der Metallkappe und dem Kunststoff Behälter hier quasi, man fühlt es. Ne? Also hier ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit der Kamera einfangen kann, wahrscheinlich nicht, ja. Aber da ist schon ein Bereich hier, ja, man kann das fühlen. Also es könnte eventuell ein bisschen scharfkantig sein. Wem das nicht gefällt, würde ich sagen, Finger weg von dem Füller. Ist so. Ja, ansonsten eine Kappe zum Aufstecken, Abstecken, wie auch immer. Der Griff ist, wie ich finde, sehr ein bisschen schmal. Ja, aber auch das ist Geschmackssache. Das muss nichts heißen. Allerdings haben wir hier den Vorteil gegenüber anderen Modellen, dass wir hier auch so eine Art Fingerstopp haben, ne? Also, wenn wir jetzt hier tatsächlich es schaffen, wir sollten über diesen Kunststoffgriff, der meiner Meinung nach nicht sehr rutschig ist, dann doch hier runterkommt, haben wir hier so einen Bereich, der uns dann sagt, hier ist Schluss, da geht es jetzt weiter. Ja, und dann haben wir auch hier dann schon gleich die Feder. Ja, die Parker-Feder
auf der auch wir hier nicht ersehen können, welche Strichstärke es ist. Mal schauen, ob wir das hier finden können. Ja, sollte eigentlich zu sehen sein. Ich vermute mal, ich habe durch das Tinte befüllen jetzt hier das Loch verdeckt. Genau, da ist es. Ja, hier kann man das sehen. Kann man das sehen? Hier kann man doch, da, hier, da ist es. Hahaha, das orangene M. Also Strichstärke M kann man ja auch ganz gut erkennen. So von der Federform her finde ich es schon eher Retro-Style, also schon so Vintage angehaucht. Jetzt nicht eher modern wie jetzt, ne, hier, was heißt modern? Also man sieht hier schon die Unterschiede. Ja, hier der Parker Sonet, der Sonet hat eher so diese klassische Form. Also hier mit diesen Schultern an der Seite. Ja, das fehlt uns jetzt. Jetzt hier geht es in Richtung Lamy oder so. Halt ohne Schultern. Ist aber nicht schlechter. Ne? Bedeutet in den meisten Fällen oft dann nur, dass die Finger ein bisschen unflexibler ist. Was aber auch okay ist, denn schließlich muss sie das auch nicht sein. Ja, so, dann. Der Parker Jotter ist wie die meisten anderen oder eigentlich wie fast alle, bis auf den Centennial, der einzige Parker, den ich jetzt kenne, der als Patronenfüller gedacht ist und auch gemeint ist. Wird auch ausgeliefert, meine ich, mit einer Patrone, mit einer Großraumpatrone von Parker. Ich muss mal gucken, ob ich hier gerade eine rumliegen habe. Ja, genau, das ist sie. Die war quasi mit dabei. So sehen die Patronen aus von Parker, ne, mit dem eigenen Konverteranschluss hier vorne dran. Ja, und dafür gibt es auch die günstigeren Konverter. Hier, der da jetzt hier in dem Fall, der hier schon Platz wegnimmt, aber einfach zu handhaben ist. Und der reicht dann auch so für zwischendurch Notizen auch vollkommen aus. Ist ein Füller, der recht schmal ist, der recht klein ist. Ich finde, man kann auch so wunderbar mit ihm schreiben. Er ist halt aber auch sehr leicht. Ne? Also wer Füller mag, die leicht sind, der wird, denke ich, mit dem Jotter ganz gut zufrieden sein. Wobei es den ja auch gibt in verschiedenen Farbausführungen und auch aus Stainless Steel, ja, also Stahl quasi. Und der wird ja wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also ich habe ihn jetzt gerade nicht da, aber ist wahrscheinlich. So, wenn wir jetzt die Kappe aufstecken, haben wir hier schon eine brauchbarere Gesamtlänge, ja, dann komme ich mal gleich zum Gewicht. So, NF. Öff 13,26 ist nicht viel, finde ich. Die Kappe 6,37. Und der Füller selber kommt daher mit 6,83. Ja, also ihr merkt das schon, das ist nicht wirklich schwer. Aber verglichen mit anderen Füllern, oder tue ich jetzt mal meine Standardfüller erstmal raus und lege mal die dazu, die zur selben Company gehören. Company. Der The Parker Jotter. Then we have here the Parker Sonnet. Dann der Parker Urban. Und dann habe ich hier noch den Vektor. Ja, und warum nicht? Auch ein französischer Füller, der Waterman Expert. Ja, ist zwar kein Parker, aber so vom Design, so vom Stil her schon eher so in Richtung Parker. Das ist alles so, kann ich gar nicht erklären, aber so vom Gefühl her habe ich so das Gefühl, Waterman und Parker, das ist, das irgendwie passt das, keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Fragt mich bitte nicht, ist so ein Gefühl. Ne? Ich habe da so ein Gefühl, habe ich da. Ne? Okay, verglichen mit anderen Füllern. Der Twisby Eco. Der Lamy Allstar, Pelikan M200 und der Caveco AC Sport. Ja, also schon schmaler Füller, nicht unbedingt der allerkleinste. Ja, geht.
Aber ich finde auch, dadurch, dass der halt auch so aus Kunststoff ist, glaube ich nicht, dass der wirklich so robust ist. Ne? Also für Grobmotoriker muss man damit rechnen, dass der irgendwann vielleicht sogar kaputt geht oder sowas, ja. Aber gut, sind halt auch nur knappe 8, 9, 8, 9 Euro. Da ist es jetzt nicht so besonders schlimm, ja. Aber ich muss sagen, der Parker Jotter, der hat Sammelfaktor, ne? Also da es den ja in vielen verschiedenen Farbausführungen gibt, ja, lohnt es sich immer, da zu gucken, kostet nicht viel und sehen in einer Sammlung sehr schön aus. Ich meine sogar, mein Spender dieses Füllers, ne, der Stefan, der hat sogar einige von diesen Füllern, auch den Centennial Big Red, also quasi das Flaggschiff von der Firma. Egal, also hier Twisby Eco, Lamy Allstar, dann hier The Pelican M200. Also der M200 und dann hier noch den Kaweco AC Sport. Ja. So. Und wenn wir dann gleich weiterkommen. So, weg damit. Ja, dann können wir schon gleich fortfahren mit dem Review, also mit dem Schreibbeispiel. Ja, dann mache ich jetzt mal hier die andere Seite. Sollte, denke ich, genügen. Ja, jetzt gucke ich hier nochmal kurz, ob der mir der Konverter abhanden gekommen ist. Ja, manchmal fühlt sich das so an, weil dann alles weil eben alles so weich ist, ne? Also so irgendwie, ne? So, dann hier den Jotter beziehungsweise den Parker Jotter, ja, in der Federstärke Medium. Tinte ist der Pilot Iroshizuku. Q, jetzt muss ich spicken. Syuro. Stahlfeder, schreibt gut, wie ich finde. Stockensteif. Ja, was meiner Meinung nach auch so ein bisschen so der Federform selber geschuldet ist, ja. Schreibt, hat etwas Feedback. Gut, muss ich sagen, könnte besser sein. War aber auch schon schlimmer. Bei anderen Füllern, so hier in der Preisklasse ungefähr. Also es ist ein brauchbarer Füller, würde ich sagen. Die Fließfreudigkeit ist brauchbar, ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig. Ja, also quasi so für den Alltag, je nachdem auch welche Tinte man benutzt, kann man dann auch schon sagen, ob das zu viel ist oder zu wenig ist. Je nach Geschmack, also vielleicht ein Füller für einen Planer oder so oder für die Schule, ja, mit entsprechenden Tinten, ja, die man überall kaufen kann. Königsblau. Ja, zum Beispiel kann man schon was damit anfangen. Ja, wie gesagt, wer Füller mag, wer Füller gerne sammelt, der wird auf jeden Fall auch mit diesem Modell unheimlich zufrieden sein, glaube ich. Und für den Preis sowieso. Okay, Freunde, dann glaube ich, bin ich am Ende für heute mit dem Review vom Parker Jotter. Nach endlich ewig langer Zeit habe ich es endlich gemacht, ne? Das Review dieses schönen, günstigen, aber auch brauchbaren Füllers, ja. Noch einmal mein herzliches Dank an den lieben Stefan, dass er mir dieses Exemplar geschenkt hat zu meinem Geburtstag, ja. Auch wenn ich den nicht oft benutze, weiß ich solche Geschenke sehr, sehr, sehr zu schätzen. Besonders auch von Freunden und ja. Richtig geil. Ich bin immer wieder erstaunt,
was ich für tolle Zuschauer habe. Ohne Scheiß. Ich sag's immer wieder. Ja, okay, Freunde, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.